andere Sache. Ach, zwei Sachen an der genau gleichen Stelle ausgegraben nacheinander. Alter. Drei, vier. Nur vier breit sind unsere Straßen. Ja, wobei es reicht aber, glaube ich. Ich hoffe mal, der Tracker ist nicht... Oh, das muss ich auch noch umplatzieren. Ich hoffe, der Tracker ist nicht breiter. Was? Es hat er noch keinen Tracker, wir wissen es nicht. Ja, ne? Aber ich glaube, den kriegen wir heute. Ich werde am nächsten Tag dann auch Metall detektieren. Bin schon voll dabei, ja, Metall detektieren. Oder am Metall diktieren oder. Moin Chris, ich grüße dich. Ja, ja, wir detektieren das Diktat des Metalls. Genau. Ah, halt, aber wenn das nur vier breit ist, das ist ja doof. Ja, wobei, da können wir hier noch so ein. Können wir hier noch so einen Fußweg ran machen. Scheiße. Chris, gute Nachrichten. Dinkum bekommt bald Gasthäuser. Dann können wir endlose Hütten platzieren. Also die nennen das Gasthäuser. Tatsächlich wird ja in den Patch Notes auch gesagt, man kann die Gasthäuser dann für Sachen nutzen, die man möchte. Also sprich, man kann... Jeder kriegt ein Haus. Ja, du kannst ja jetzt auch quasi Lager auch reinbauen oder sowas, ne? Ja. Sollst ja nutzen können für was du willst. Jeder kriegt ein Haus. Wenn ihr Bock habt, hier auf den Server zu kommen, um euch ein eigenes Haus zu bauen irgendwo, gerne machen. Also noch ist das Update nicht drin, aber bald. So, jetzt muss ich gucken. 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Können wir nämlich hier jetzt Fußweg machen ab hier. Scheiße, Mann. Eigentlich auch nur Spaß, Chris. Ich wollte dich involvieren. Also, dass das Feature kommt, war kein Spaß, aber... Oha, da hat er eins freigelassen. Oh, wie die Cement Paths weggehen, Leute. Junge, Junge, Junge. Wieder eins freigelassen, Digga. Was ist los? Bisschen nachlässig. Ja, und hier können wir dann schön immer mit dem Motorrad langfahren. Finde ich nice. Ja, jetzt ist aber... Leckt der Server oder was? Wo ist denn jetzt meine Saufilter? Oh, hier habe ich ja noch so einen Erdklotz. Ach so. Ach, um Erde verschwinden zu lassen, hatten wir den hier. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Dinkum so einen Erfolg haben wird, ne? Also es kamen ja viele Klon-Games, die halt alle gleich sind. Dinkum ist ja auch wieder bloß ein weiteres und ich muss sagen, das hat von allen, auch so was Discord-Aktivität und Steam-Bewertungen angeht, schon krassen Erfolg. Ja, auf Steam war es ja richtig beliebt. Ja, also das ist schon krass. Ich glaube halt, dass viele Animal Crossing, so wie es ist, einfach lieben. Und viele haben dann probiert, viele Entwickler auf den Hype-Train mit aufzusteigen und wollten ihr eigenes machen. Und haben halt Features eingebaut, die so gar nicht erwünscht sind. Und Dinkum hat es halt geschafft, Animal Crossing extrem gleich zu sein, aber trotzdem irgendwie anders. Und das macht halt irgendwie Spaß. Ich warte noch ein bisschen, bis es auf Deutsch kommt. Ja, aber in dem Spiel brauchst du ja keine Englischkenntnisse. Also Ara sagt es auch selber immer, er kann ja auch nicht so gut Englisch. Ich kann es ja auch nicht so gut. Aber hier gibt es ja jetzt nicht wirklich Texte.
Außer so, hol mir den Fisch, hol mir dieses Item. Das versteht man, hä? Also ich, ja. Also Englischkenntnisse braucht man da, glaube ich, nicht. Ist ja jetzt nicht so, als gäbe es hier eine kranke Story dahinter oder so. Ist halt einfach so ein Animal Crossing. Aber ja, gut, ich kann es auch verstehen, klar. Ich kann es auch verstehen, wenn man dann trotzdem warten möchte. Alter, der Tag ist ja schon fast um. Krass. Der Tag ist schon lange um, es ist Abend. Boundless. Boundless haben wir im Livestream mehrere Wochen gespielt. Dito zum Beispiel, der hat sich da richtig auch finanziell ruiniert, weil er sich aber 2 Millionen Server geholt hat. Aber Boundless ist ja absolut nicht das hier. Absolut nicht. Boundless fand ich tatsächlich gar nicht so krass. Ich wollte schon immer spielen. Als ich das vor 5, 6, 7, nee, oder vor 10 Jahren gesehen habe, da war das noch gar nicht released. Da war ich so gehypt da drauf, aber als ich es dann selber gespielt habe, ich finde es ein bisschen, auch das Claim-System und alles, ich finde es ein bisschen weird. Es ist ein cooles Spiel, aber es ist ein bisschen weird. So, ich baue da mal mein Grundstück. Oha. Oha, Kali baut schon ihr Grundstück. Außerhalb oder mit hier in die City? Na, neben unserem Haus aktuell. Achso. Ja, wir sind ja die Mainplayer hier auf dem Server. Wir dürfen das. Andere Spieler müssen außerhalb bauen. Irgendwo hier an den Straßen. Hier sind die Chefs. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Wobei, das kann eigentlich so bleiben. Hier muss jetzt eine Brücke hin. Na, wie gesagt, ich kenne das Game ja. Ich kann das auch recht gut. Wir haben auch relativ viel gemacht, aber ja, ist nicht. Also Boundless ist auf langfristig gesehen nicht meins. Minecraft zum Beispiel, absolut der Boomer. Das wird nie langweilig. Wollten wir eigentlich auch mal wieder eine Session demnächst hier machen. Auf unserem Server. Einfach mal weiter zocken. Geil, der Erdhügel muss eh wieder weg. Schuab, du ab, ab. Genauso wie heißt das, Utopia oder so, das haben wir auch gezockt. Ganz lustig, aber ist halt auch auf Dauer nicht unseres gewesen. Was war denn da noch so alles? Ja, hier ist die Frage, machen wir Wasserbrücken oder machen wir richtige Brücken? Weil wenn der Tracker kommt, wird es, glaube ich, schwierig mit Wasserbrücken. Ich denke, das geht besser als mit normalen Brücken. Ja, ne? Du kannst ja immer durchfahren mit den Fahrzeugen, wenn es eine Wasserbrücke ist. Ja, ich glaube, Wasserbrücke ist hier die bessere Option, ja. Oh. Dann machen wir dies. Dein Wille geschehe. Also mit dem Motorrad habe ich keine Probleme, bei meiner Wasserbrücke zu fahren. Und ich denke, mit dem Tracker wird das noch weniger Probleme Quatsch, machen. Die Wasser, also das ist ja extra so gemacht, dass du mit dem Fahrzeug über einen Block fahren kannst. Genau. Also die Wasserbrücke wird gar kein Problem. Problem würde ja sein, halt eine normale Brücke. Denke ich auch. Das wäre auch noch geil, wenn der Entwickler breite. Die Brücken kannst du ja in der Länge variieren, also die passt sich ja automatisch an, aber leider nicht in der Breite. Das wäre halt auch noch cool. Oder wir kennen die Tasten, Kobi, noch nicht dafür.
Oh, meinst du, das geht? Man kann die breiter machen? Vielleicht. Das wäre krass. Jetzt muss ich ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was googeln, Leute. Dinkum Bridge Build. Building Bridges and Relaxing. Warte mal hier. Like river area. I need to doing videos in this, unless it's... Well, I don't even know how much I need. So let's just get back home. Heading off this bridge. Dinkum Building Guide. Als ob es Menschen gibt, die einen Building Guide machen, Digga. Krass. Gibt halt echt alles, ne? Ja, für Bridges gibt's keine Guides, also die werden wahrscheinlich... Ja, hier siehst du, wie Leute auch Dächer aus Brücken machen. Bringt halt nur nichts. Aber ich sehe auf keinem einzigen Bild eine breite Brücke. Ne. Dann halt wirklich Wasserbrücken, du. Ja, das finde ich ein bisschen schwach. Also entweder ist der Traktor einfach nur eins breit. Oder anderthalb breit. Das wäre echt sinnlos. Weil dann können wir auch normale Brücken machen. Ich baue erstmal nur den Weg. Die Brücken, die machen wir später. Vielleicht, wir müssen einfach so einen Traktor einfach mal holen. So, haben wir hier auf jeden Fall schon mal ordentlich die Straße erweitert. Dahin geht es dann weiter auf der anderen Seite. Cool. Dann schmickse ich mir immer noch meinen Metalldetektor in die Hand und grab noch ein bisschen. Hab ja noch eine Stunde Zeit. Perfecto Mundo. Zwei Old Gears. Das ist so ein scheiß Feuer da hinten. Da hab ich gerade gar keinen Bock drauf. Haben wir jetzt eigentlich noch Maplewood oder haben wir das eliminiert? Keine Ahnung. Ne, warte mal, Marple, Mangrovenwood, meine ich. Ne, ist noch was drin, glaube ich. Ne, nicht an, ob wir noch Bäume haben, weil ich glaube, haben wir nie nachgepflanzt. Kann man die überhaupt noch pflanzen? Oh. Ich befürchte, dass... Ich habe aber noch nie Seeds für die bekommen. Ja, ne? Ja, aber das ist ja schlecht, weil wir brauchen die ja für alles. Aber irgendwie... Weil wir haben ja nirgendwo mehr welche auf der Karte. Glaube ich. Ich fürchte, wir haben die eliminiert. Ja, aber Seeds habe ich tatsächlich auch noch nie irgendwie gesehen von. Geil. Da wird mir das X direkt markiert. Oh, scheiße, ich muss meine Spitzhacke... Ja, okay, ich muss eh zurück. Ich komm zurück. Ich würde 30.000 investieren für ein Repair-Kit. Wenn ihr Bock habt, würde ich jetzt alles reparieren wieder. Einmal. Also, gleich am nächsten Tag. Boah, ich finde die Mitte hier so schön geworden. Die ist unglaublich schön. Ich bin am Überlegen, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen auf eine etwas höhere Ebene. Also wir haben ja wirklich alles auf einer Ebene gebaut, ne?
Dass wir vielleicht so eine Wohngegend machen, die ein bisschen höher gelegen ist, so 5-6 Felder. Naja, nicht ganz. Das Museum zum Beispiel ist höher gebaut. Ja, nein, das ist immer bloß für das Haus. Ich meine nicht für ein Haus, sondern dass wir irgendwo eine Gegend haben, die. Weißt auf du? So einem Berg oder so. Ja, genau. Ja, ja. Ich geh pennen. Wir haben das ganze Dorf einfach auf einer Ebene gemacht. Schnucki rennt hier rum wie der letzte Penner, Alter. Hallo? Das ist das Piraten-Outfit mit der. Aber in weiß. Aber in weiß. Das ist so eine Santa-Hose an. Was? Oha! Haben wir Schulden bezahlt oder warum ist sie jetzt da? Keine Ahnung, vielleicht weil ich hier bin. Haha. Ey, die war jetzt 10 Tage nicht da? Keiner von euch hat Schulden bezahlt oder was, oder? Nö. Stimmt, das ist die Center. Ja, oh Gott. Hm. Oh, die ganzen Läden haben zu. Ja, und die Uhrzeit sowieso. Nee, Saturday. Oh nein. Oh nein. Ja. Der hat doch nicht alles zu. Ja, ich glaube, die Klamottentussi hat offen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber noch nicht so früh. So. Zementpad. Genau. Ich stell mal ganz kurz eine Kiste auf. beim Verkaufsdude. Da schmeiße ich jetzt mal alles rein, was wir am nächsten Tag verkaufen können. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gefarmt. Mach auf. Der macht nicht auf. Sonntags. Na klar macht der auf. Sonntags nicht, ne? Es ist Samstag. Ach so, hä? Okay. Mach auf. Oha, der hat die Goldklumpen wieder sich organisiert. Wild. Was ist da los, Ara? Mensch! Lauf rein! Dann lässt er sich aber auch immer Zeit, ne? Oha, er blockiert! Na, einfach mal 3 Mille. Krass. Was? 3 Mille? Was? Nee, nur ein Scherz. Alter. Das wäre krank gewesen. So. Das wäre krank gewesen. Die. Was bringen die eigentlich? Komm, mal gucken. Du hast ja Zeit, ne? Aha. Ja, ich warte gerne auf dich. Sehr gut. Ja, ich glaube, das passt so und verkaufen. Wie viel habe ich? Alter, 30.000 einfach nur mit 2 Minuten Metalldetektor und einfach 30.000, Digga. Dann muss ich ja 170.000 bekommen. Ja, ich habe nicht mal was Wertvolles dabei. Ja gut, ich habe halt, ja. Verkauf einfach alles. Ja, kannst du machen, wir brauchen ja aktuell nichts. Ich werde jetzt auch gleich weiter suchen und alles verkaufen, glaube ich. So. Was willst du haben, Sally? Hast du einen Shop für mich? My belly is grumbling. Oh nein, ich will es zu essen. Kannst du mir etwas zu essen suchen? Ja, klar. I'll do it. So, was hast du denn Schönes? Ein bisschen. Chat. Ein kleines bisschen Geld. Was gebe ich hier denn? Hier, komm, das hier. I don't really eat stuff like this. Ach, du kleine Smitch, ne? Du kannst mich mal haben. Hab ich jetzt verkackt, oder was? Hast du einen Schaffen? 7 Schlüssel geben 37.000. Soll ich die verkaufen? Ja, kannst du machen. Was? Wie viel? 5 Schlüssel? 7 Schlüssel. Oha! Ich geh mal kurz zum Lager und hol die Schlüssel. Also verkaufen. Ja, kannst verkaufen. Ja, wir machen jetzt sowieso erstmal keine Mine und ich glaube,
Minen finden wir auch in Massen. Schlüsse finden wir auch in Massen.